Weil wir diese Woche ein Projekt über die Schokolade gemacht haben, wollen wir euch ein bisschen über dieses Produkt informieren. Dass Kakao der Hauptbestandteil von Schokolade ist, weiß jedes Kind. Doch woher stammen die Kakaobohnen überhaupt und wie ist diese nach Teneriffa gekommen? Wusstet ihr, dass die Azteken ein Produkt aus Wasser, Kakao, Chili und Vanille zubereitet haben? Die Kakaobohnen werden in Afrika angepflanzt. Aber wie kommt es von einer Bohne zu einer ganzen Schokotafel? Diese sind einige Fragen, die wir euch später antworten werden. Hallo! Hallo Mädchen, wie geht's? Gut. Und Ihnen? Mir auch. Was wollt ihr denn haben? Eine Tafel Schokolade. Teuer. Guck mal, es hat keinen Siegel. Oh. Wirklich, es hat wirklich keinen Siegel. Oh mein Gott. Wir müssen uns Angeles sagen. Angeles, komm mal. Ich will dir noch etwas kaufen. Nein, aber die Schokolade hat keinen Siegel. Ja. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass arme Kinder aus armen Ländern dafür arbeiten. Und sie können nicht in die Schule gehen, weil sie müssen dafür arbeiten. Wenn die Schokolade nur 2 Cent teurer wäre, dann wäre alles okay. Aber so, sie müssen es umtauschen. Hallo Mädchen, ich wusste nicht. Danke, ich gehe in der Zukunft werde ich Schokolade mit Siegeln kaufen. Okay, danke. Tschüss. Ich esse einen Schokoriegel. Aber dafür arbeiten arme Kinder in armen Ländern. Und sie bekommen noch nicht mal 5 Cent. Und sie müssen bis um 10 Uhr arbeiten. Und sie können nicht zur Schule gehen, weil Arbeiten ihre Pflicht ist. Und schlafen auf dem Boden. Also besser für nächstes Mal kaufen sie eine Schokolade mit einem Siegel. Ah, okay, das wusste ich nicht. Dann achte ich beim nächsten Mal darauf, dass da sich ein Prüfsiegel drauf macht. Okay, danke. Werden wir die Fragen, die wir vorher gestellt haben, antworten. Die Herstellung von Schokolade, von der Bohne bis zur Tafel. Am Anfang ist nur die Bohne da. Ähnlich wie bei dem Genussmittel Kaffee wird Schokolade auch von Bohnen gemacht. Den Bohnen, die auf den Kakaobäumen wachsen. Auf Bäumen, die bis zu 15 Meter hoch wachsen. Früchte in Ländern, die am Äquator liegen. Im nächsten Schritt werden die Früchte auf Bananenblätter ausgebreitet und nochmals mit einer Schicht aus Blättern bedeckt. Wir machen einen Prozess, das Fermentation heißt. Am Ende werden alle Zutaten vermischt. Wenn ihr zum Supermarkt geht und eine Tafel Schokolade kaufen wollt, denkt daran, dass ihr eine Schokolade